Guten Morgen zusammen. Also die erste Nacht haben wir jetzt hinter uns und so mittelmäßig geschlafen. Also erste Nacht ist ja bekanntlich immer so ein Ding, ja. Also man muss sich mal ans Bett gewöhnen und an die Luft quasi. Ja, also ich habe auf jeden Fall ein bisschen besser geschlafen als Michel. Der hat sich nämlich die ganze Nacht gedreht. Amy hat sich dann auch immer mitgedreht, aber ich glaube, die hat am besten von uns allen geschlafen, ne? Unser erstes Frühstück am Dienstagmorgen. Wir sind noch müde. Und während wir jetzt nach Triberg fahren, könnt ihr euch einen kurzen Zusammenschnitt der letzten 13 Jahre anschauen. Bis gleich. Thank you.
macht ihr da?
Hallo, wir sind jetzt in Triberg und suchen uns hoffentlich einen Parkplatz. Das ist Amy. Amy hat gerade keine Zeit, auf die Kamera zu achten. Da haben ganz viele Hunde Pipi gemacht. So, jetzt ist die erste Etappe in Anführungszeichen gepackt. Ja, das ist so dieser erste Fall, der runtergeht. Aber es folgen noch einige mehrere. Amy allein ist schon lange oben. Aber wir trotten so langsam hinterher. Oh, ist zu tief. Schon toll aus, ne? Weil sie Angst hat. Ich dachte, ich gehe. Jetzt sind wir auf der Brücke, wo ich eben gesagt habe, wo wir noch drauf gehen. Und guck mal, da ist auch so dieser Wasserfall und dann so ein kleines
deckeln und da sitzt man wieder weiter. Und hier hängen auch Löffler. Steht da ein Name? Ja. Von hier aus, ne? Man kann nur den Hauptpfahl nicht erkennen. Der ist unten auf der Klippe. Wenn ich ranzoome, ich sehe es gar nicht so gut durch die Sonne. Ja, da wo es halt gerade runter geht. Aber da wo es halt hier runter geht, da geht der Hauptpfahl. Der ist natürlich hier verdeckt und so sieht man den oberen Teil. Das ist so faszinierend, dem Wasser zuzugucken. Unberuhigend, finde ich. Ja, sonst blenden wir das ein von 2020. Da war nämlich definitiv ein Eichhörnchen dabei. Das ist aber kein aktuelles. Nein. Eichhörnchen, also Wildbaum-Eichhörnchen. Dem ist es immer noch kein Bauch gekauft. Unangefangen, unangebrochen. Willst du reingucken? Hör mal auf. Oh, ich hab nur eine Hand. Erdnüsse. Scheinbar stehen Eichhörnchen voll auf Erdnüsse. Fütter mal. Ja. Wir sind jetzt fast ganz oben mit einer der oberen Wasserfälle, die jetzt hier runterfallen. Dritte Etappe, jetzt oder? Dritte. Ich habe den Überblick verloren, aber egal. Sieht auf jeden Fall super cool aus.
Guck mal, der Fuchselberg. Ja. Die Lichterbücher. Das Ende der Wasserfälle erreicht und ich habe natürlich direkt das Schild übersehen und bin weiter hochgerannt, ja, und irgendwann auf halber Strecke, ja, hat mich den dann gesagt, die Wasserfälle. Ey, wie viele Sachen, so viel riecht, verschiedene Menschen, Tiere, alles Mögliche. Ja, da machen Hunde immer viel gut. Schön, wenn sie ausgelastet ist. Das stimmt. Ja, du wartest du auf uns. Naja, die Inline war zu Ende, war bitte. Ja! Ah! Ah! Das ist auf irgendeinem Fluss.